Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog und zu meinem letzten Vlog in diesem Jahr. Ist irgendwie komisch, das zu sagen, weil ich habe das Gefühl, das geht jetzt alles. Also erstmal, das letzte Dreivierteljahr ist so rasend schnell vergangen. Und im Dezember geht es ja sowieso irgendwie gefühlt nochmal dreimal so schnell, bis es dann Weihnachten ist. Und dann ist eigentlich schon Silvester und dann ist das Jahr eigentlich rum. Und ja, deswegen wird es einfach mein letzter Vlog in diesem Jahr sein. Ich wollte euch noch ein bisschen was zeigen, ein bisschen was erzählen. Und wir können gleich mal zur ersten Sache kommen, von der ich euch unbedingt erzählen möchte. Ich habe ja vor ein paar Monaten, habe ich euch schon mal Femtasy vorgestellt. Femtasy, das sind kurze erotische Hörgeschichten für Frauen, die zum Beispiel zur Anregung genutzt werden können, zur Selbstbefriedigung. Wer das Video noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich das hier oben nochmal. Schaut euch das super gerne an. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an meine Community. Ich habe nämlich von Femtasy ein großes Lob für meine Community bekommen, weil ihr einfach dort auch so fleißig und so treu seid. Und das ist echt super, super schön. Und Femtasy hat einen Adventskalender. Und auch heute noch, am 17., kann man sich den natürlich anschauen gehen. Und zwar in diesem Adventskalender gibt es dann immer wieder eine neue Hörgeschichte, entweder was Winterliches oder was Weihnachtliches. Und auf Instagram findet ihr jeden Tag einen Teaser zu dieser neuen Geschichte in der Insta-Story von Femtasy. Also es lohnt sich auch, Femtasy auf Instagram immer definitiv zu abonnieren. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox, also sowohl die Instagram-Seite von Femtasy, als auch wenn ihr euch die Femtasy-Seite so an sich mal angucken wollt. Und in dem Gespräch mit Femtasy, was ich jetzt letztens wieder hatte, haben sie mir von dem Body Positivity Tag erzählt. Und zwar ist der entstanden aufgrund Anregungen aus der Community, also von den Zuhörerinnen. Und das ist halt das Schöne, ne? Da kommen halt die Leute und sagen, ah, wir würden uns dies und das und jenes eventuell wünschen, könntet ihr nicht. Und es wird halt wirklich umgesetzt. Und das ist das Schöne. Und ich habe mir ein paar Notizen zu dem Body Positivity Tag gemacht. Und zwar haben sich halt die Zuhörer gewünscht, dass sie sich noch mehr fallen lassen können. Und dass solche Bezeichnungen wie zum Beispiel, er berührte ihre festen Brüste, einfach wieder was assoziieren können im Kopf. Wir kennen das alle an Frauen. Ich habe aber keine festen Brüste. Und dann kann man sich schon wieder nicht mehr so entspannen und fallen lassen und auf die Geschichte konzentrieren. Weil man dann in seinem kleinen Kopf schon wieder alles aufzählt, was an einem halt jetzt nicht so ist, wie an der Person, die jetzt aber da angesprochen wird. Die Frau, die da angesprochen wird. Und weil Femtasy aber großen Wert darauf legt, dass sich die Frauen halt wirklich wohlfühlen können, dass es so eine Wohlfühlzone ist, dass man sich eben fallen lassen kann, entstand halt dieser Body Positivity Tag. Und der ist fernab von irgendwelchen Schönheitsidealen und fernab von irgendwie negativen Gefühlen. Das heißt einfach, dass der Content wirklich noch sensibler formuliert ist. Das ist, also die Hörgeschichten, die diesen Body Positivity Tag bekommen haben, haben keinerlei konkrete optische Beschreibungen, wie eben feste Brüste. Wie genial ist das denn bitte? Das ist so schön, einfach dann auf sowas auch einzugehen. Und ja, es macht natürlich Sinn, wenn man sich sowas anhört und dann, also es wird ja die Zuhörerin in den Geschichten angesprochen und dann denkt man sich so, das kann ich eigentlich gar nicht sein, weil ich halt keine festen Brüste habe zum Beispiel. Und ich habe wieder einen tollen Gutscheincode für euch. Und zwar, der Gutscheincode heißt Weihnachtsstern. Ich verlinke euch da alle Infos auch noch unten in der Infobox. Und damit bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf euren ersten Monat. Und es gibt sogar Gutscheine bei Femtasy. Wenn ihr da also noch eine Freundin oder sowas verschenken wollt, finde ich mal eine richtig coole Idee. Ist mal was ganz, ganz anderes. Also da guckt euch das einfach mal an. Und ich zeige euch jetzt mal auf meinem Handy noch, wie das aktuell aussieht mit den Weihnachtsgeschichten und mit dem Body Positivity Tag. So, ich habe mich hier mal eingeloggt bei femtasy.com und da komme ich wirklich sofort auf den Adventskalender. 24 sinnliche Hörgeschichten bis Weihnachten. Hier der Weihnachtsbaumständer zum Beispiel und so. Eine süße Verlockung, was haben wir noch so? Die 11, Verführung auf Station, mein Türchen Nummer 10. Richtig, richtig cool. So, und wenn man jetzt
Das kann ich euch auch mal noch zeigen. Man kann so seine Lieblingsstimmen festlegen. Und meine Lieblingsstimme ist Raphael. Also wenn ihr mal irgendwie, also ihr könnt auch reinhören bei Fantasy, ohne direkt was abgeschlossen zu haben. Und dann hört euch gerne mal Raphael an. Also der ist so meine liebste, also meine persönliche Lieblingsstimme. So, und jetzt zeige ich euch das mal noch mit dem Body Positivity Tag. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel auf Neuerscheinungen geht, hat man halt immer, das ist entweder eine Geschichte aus dem Adventskalender, es geht halt um Sex mit der Chefin oder mit einer Fremden. Und dann hat man hier, oder um B zum Beispiel, und dann hat man hier Body Positive. Und das ist dieser Body Positive Tag. Das finde ich richtig schön. Und dann wollte ich euch gerne, ja, Auswahl der Woche, meine Lieblingsstimmen, gerne noch was anderes zeigen. Bin mir jetzt einmal da drüben auf mein Profil gegangen und dann kommt man hier auf Schönheitsideale, auf Fantasy. Und da ist das alles nochmal schön erklärt mit dem Body Positive Tag. All shapes are beautiful. Und das ist wirklich daraus entstanden, dass sich Leute aus der Community die bestehenden Geschichten angehört haben und dann entweder den Body Positive Tag verteilt haben oder eben auch nicht. Und wenn man darauf halt Wert legt, was ich absolut verstehen kann, dann schaut man einfach nach Geschichten, die diesen Body Positive Tag haben. Finde ich super, super schön, diese Aktion. Oh, ich bin gerade von draußen wieder reingekommen. Herrschaftszeiten ist das kalt. Also es sind eigentlich nur, was hat mein Auto angezeigt? Minus 2 Grad. Aber es kommt mir wirklich sehr, 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 sehr kalt vor. Oh. Würde man dann am liebsten beim Autofahren Handschuhe anziehen. Das mache ich immer nicht so gerne. So, und heute ist wieder mal so ein Tag. Also jetzt, wo ich gerade heimgekommen bin, habe ich so im Kopf, okay, du musst dich beeilen, du musst noch dies, das und jenes schaffen und das ist jetzt eng getaktet. Und dann denke ich mir so, oh, nee, das ist so, muss ich mich dann selbst wieder so ein bisschen entschleunigen und sagen, die To-Do-Liste wird jetzt nach Prioritäten sortiert. Das, was du heute machen musst, das machst du jetzt. Und was liegen bleibt, das bleibt halt liegen. Da ist nämlich zum Beispiel eine Weihnachtsdeko-Sache seit Wochen offen. Ich komme einfach nicht dazu. Aber dann ist es halt so. Also ist jetzt halt auch nicht so schlimm. Also so dieses bewusste Entschleunigen, mal wieder rausnehmen. Ist nicht wichtig, wenn ich nicht alles schaffe. Es ist jetzt nicht so schlimm. Ja, also das muss auch ich machen. Und jetzt ist halt gerade mal wieder so ein Moment, wo ich jetzt erstmal, es ist nicht schlimm, wenn ich nicht alles schaffe. Es ist, ich liege gut in der Zeit, weihnachtstechnisch gesehen, weil ich habe alle Geschenke eingepackt. Ich habe alle Geschenke. Ich habe schon die Weihnachtskarten geschrieben. Also ist alles eigentlich safe, was das angeht. Und der Rest ist nur so das, was ich mir in meinem Köpfchen festsetze, was ich eigentlich noch schaffen muss. Aber müssen muss ich gar nichts. Deswegen habe ich mir zum Beispiel auch ganz bewusst jetzt die Woche vor Weihnachten nochmal 2 Tage freigenommen. Also ich hoffe, der Plan geht so auf, weil ich dann noch so ein bisschen was bei mir zu regeln habe. Darüber rede ich dann gleich nochmal in einer ruhigen Minute, so zum Thema Verzeihen, Loslassen, Altes loslassen, bereit machen für das Neue, Wünsche, Träume, gerade dann auch im Hinblick auf die Rauhnächte. Da war es mir nochmal ganz wichtig, eben weil der Dezember schon nochmal stressig ist. Man muss auf der Arbeit nochmal viel schaffen. Es gibt viele Besorgungen zu machen, viel, das will erledigt werden. Da nochmal zu entschleunigen und sich da nochmal Zeit auch für diese Dinge zu nehmen. Das war mir noch ganz wichtig, genau. So, ich wollte jetzt eigentlich gerade mit meiner Freundin skypen. Jetzt ist die irgendwie nicht an ihrem PC. Naja, die wird sich bestimmt gleich melden. Aber dann habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, mit euch zu quatschen. Und zwar, was ich dann noch gleich machen werde, ist etwas, was ich jetzt, also heute den 16. Tag, heute ist der 16.12., täglich tue. Das hier ist mein Journal, mein Tagebuch, wenn ihr so wollt. Und ich hatte ja schon erzählt, dass ich mich für so einen Journaling-Adventskalender angemeldet habe. Das habe ich jetzt tatsächlich jeden Tag getan. Also es war jeden Tag eine Frage, die man beantwortet hat, um halt das Jahr jetzt einfach so ein bisschen zu reflektieren, zu schauen, was war gut, was war schlecht, was möchte ich im nächsten Jahr anders machen, was möchte ich noch mehr verstärkt machen, was mir zum Beispiel gut getan hat. Die heutige Frage ist auch sehr interessant. Da geht es darum, wie ich mich an den Weihnachtstagen fühlen möchte. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen möchte ich das Journaling auch weiterführen. Nach Weihnachten geht es ja auch direkt weiter durch die Rauhnächte. Das hatte ich euch ja in dem Video hier erzählt.
dass ich mir da auch für jeden Tag so Journaling-Fragen rausgesucht habe und das machen werde. Das mache ich dann ja quasi bis zum 5.1., 6.1. Und dann werde ich mir irgendwie so eine Journaling-Routine schaffen. Wenn euch dazu ein Video dann interessieren sollte, könnt ihr mir das jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben. Also mir macht das wirklich sehr viel Spaß. Und ich nehme mir dann einfach so immer so eine halbe, dreiviertel Stunde, bevor ich die Kinder abhole, die Zeit dafür. Ich mache meinen Chor wach. Ich nehme mir mein wunderschönes Buch, mein wunderschönes Mantra-Book und dann schreibe ich da rein. Und das tut mir tatsächlich sehr, sehr gut. Und im Rahmen dessen und im Rahmen der Rauhnächte steht jetzt auch noch ganz viel an zum Thema Loslassen, Verzeihen. Ich werde einige Briefe noch schreiben, in denen ich Leuten einfach diverse Dinge mitteilen möchte, die ich dann nicht abschicke, die ich einfach verbrennen werde. Und wie gesagt, die Rauhnachtsrituale, von denen ich euch schon erzählt habe, das ist mir jetzt irgendwie sehr, sehr wichtig geworden. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Sache. Und vorhin hatte ich es schon angesprochen, meine Weihnachtsdekoration. Das sollte so ein bisschen Harry Potter-lastig werden. Ich werde die euch dann gleich in Ausschnitten ein bisschen zeigen. Ich habe nicht alles geschafft und nicht alles ist so geworden, wie ich es wollte. Und da war ich dann manchmal schon so ein bisschen natürlich irgendwie genervt und ach, ich wollte das doch und Egal, das sind ja nur diese Anforderungen, die ich an mich selbst stelle. Und ich bin ja dann auch diejenige, die diese Anforderungen einfach runterschrauben kann. Ich werde euch dann mal zeigen, was ich bisher habe. Und das ist aber was, wo ich sage, okay, das kann ich auch wirklich ganzjährig hängen lassen. Und wenn ich halt diese Zauberstäbe dieses Jahr nicht mehr schaffe, dann mache ich die Zauberstäbe halt einfach nächstes Frühjahr. Und dann wird es da hinzugefügt. Genauso habe ich die fliegenden Kerzen, die schwebenden Kerzen nicht mehr geschafft. Egal, dann wird es halt nächstes Jahr gemacht. Also das ist etwas, was ich lernen durfte, einfach mein Perfektionismus, den ich halt einfach in Ansätzen manchmal so ein bisschen habe, runterzuschrauben. Ich kann einfach nicht alles schaffen, was ich mir vornehme. Und das ist auch nicht schlimm. Ich habe viel gelernt, meine Aufgaben, wie gesagt, immer nach Prioritäten zu sortieren und das Wichtigste zu machen, dass das Wichtigste erledigt ist. Und alles andere kommt, wenn Zeit dafür ist. Also dann starten wir doch hier mal im Wohnzimmer mit meinem einen Fenster. Da hängt dieser Stern, den müsstet ihr aus den letzten Jahren eigentlich auch noch kennen. Und hier steht mein Adventskranz, wenn man so möchte. Also ich war noch nie so der Typ für diese klassischen Adventskarte, gerade auch mit den Kindern. Der steht übrigens normalerweise hier auf dem Tisch, der hier steht. Da liegen aber gerade meine Unterlagen. Und zwar sind das so Dosen, also wo halt vorher Essen drin war. Halt ausgewaschen und dann so ein bisschen dekoriert. Und dann jeweils eine Kerze und so Orangenscheiben, Apfelscheiben, Zimt. Genau. So, weiter geht's. Wer mir auf Instagram folgt, der hat den hier schon gesehen. Den habe ich zum Geburtstag von meinen besten Freunden geschenkt bekommen. Und habe den dann auf meinen normalen Stehlampenfuß montiert. Und der macht so ein schönes Licht. Ich liebe den total. Kommen wir hier zu der Ecke. Also vorherrschende Farben sind Dunkelrot und Gold. Gryffindor. Hier hinten haben wir dann schon ein paar von meinen Schnatzen liegen. Da habe ich einfach goldene Kugeln genommen und weiße Federn dran geklebt. Und so sehen meine Schnatze aus. Hier liegen davon welche. Hier beim Fernseher steht gerade etwas unordentlich mein Noel-Schriftzug. So sieht das aus. Hier noch ein Teller mit... Ja, das ist halt, wo die Kinder immer rumfummeln, ne? Dann hier weiter oben kommen halt die Farben wieder. Übrigens, die Kerzen sind wie immer vom Kerzenlieferant. Genauso wie dieses tolle Teil hier. Dann habe ich ja hier... Oh, hier ist ein Papierflieger. Dann habe ich ja hier diese tolle Lampe von meiner Schwester geschenkt bekommen. Die machen wir mal an. Meine Harry Potter Lampe. Moment, Moment. Hier eine Weihnachtskarte, übrigens eine selbstgebastelte Weihnachtskarte von meiner Freundin. So, guck mal, wie cool das ist. Da drüben noch ein Harry Potter Bild. Und hier habe ich diese tolle Lichterkette. Und ich fand, die passt so, so toll zu meinem Harry Potter Thema. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich noch gebastelt habe, was noch nicht an der Wand hängt, aber da jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall noch dran soll.
Und zwar habe ich hier zum einen aus Moosgummi die Krawatten aus den Häusern von Hogwarts gebastelt, die, genauso wie diese antiken Schlüssel, die eigentlich Flügel bekommen sollten. Wer Harry Potter kennt, der weiß, auf was ich da anspiele. Allerdings egal, mit was für einem Kleber ich das versucht habe, die Flügel, die ich gebastelt habe, haben einfach nicht an diesen Schlüsseln gehalten. Und deswegen werden die Schlüssel jetzt halt einfach so angehangen. Angehangen nämlich an so ein Kuchengitter, was einfach oben an die Decke kommt und dann hängt hier runter, so sieht man das dann glaube ich besser, das, was ich alles da drunten dran bammle. Also hier hängt schon ein Schnatz, da kommen halt noch ein paar mehr Schnatze dran und die Schlüssel und die Krawatten. Und eigentlich sollten da halt, wie gesagt, noch Zauberstäbe dazu, werde ich sehen, ob ich das noch schaffe oder nicht. Ansonsten kommt das dann nächstes Jahr mit dran. So, es ist jetzt gleich 10, bin jetzt auch durch für heute. Ich lasse mir gerade die Badewanne einlaufen lassen. Gerade noch mein Online-Seminar, meine farbenfrohe Mama-Auszeit im Dezember gehalten. Zum Thema Verzeihen und Loslassen. Und ich gönne mir jetzt noch hier eine schöne warme Badewanne. Und dann gehe ich auch ins Bettchen. Ich hoffe, dieser letzte Vlog des Jahres hat euch gefallen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.